Legionäre von vor Sonnenstich. Meine wunderschöne Tochter Jasmina ist bei ihrem Morgenspaziergang von dem berüchtigten Wüstenfuchs und Rebellen Ababen dabei überfallen und entführt worden. Ich brauche sofort zwei tapfere Freiwillige, die sie zurückbringen. Ababen, der Wüstenfuchs und Rebellen! Nein, vielen Dank, danke, Herr Oberst! Ababen, der Wüstenfuchs und Legionäre, ich danke euch für die freiwillige Meldung. Ihr werdet sofort aufbrechen und ich verspreche euch, euer Mut wird nicht unbelohnt bleiben. Nein, danke. Behalten Sie lieber die Belohnung und geben Sie uns Küchendienst, Herr Oberst. Er hat recht. Für Küchendienst melde ich mich auch freiwillig. Ruhe! Ihr brecht sofort auf und wagt es nicht, ohne meine Tochter zurückzukommen. Hm. Verflixt doch mal, Stanley. Da hast du uns wieder einen ganz schönen Schlamassel eingebracht. Olli, warte mal, Olli. Ja, Stanley, was hast du denn jetzt schon wieder? Ich habe ein Steinchen im Stiefel. Dann zieh einfach den Stiefel aus und schüttel das Steinchen raus. Von wegen Steinchen. Du hast die halbe Wüste in deinem Stiefel. Das ist das Lager von Ababendaba. Ja, aber wie kommen wir in sein Zelt, Olli? Dabei kann ich den Herren vielleicht behilflich sein. Nehmt jetzt schön die Hände hoch und geht dann vor mir zu seinem Zelt. Ich kenne ihn persönlich und werde euch gern vorstellen. Vielen Dank, aber ich will ihn doch gar nicht persönlich kennenlernen. Mich auch nicht. Ich kenne sein Bild vom Schatten. Ruhe, das geht los! Höre, Jasmina, du kleine Wüstenblume. Wenn du vernünftig bist und keinen Fluchtversuch machst, nehme ich dich auf meinem fliegenden Teppich mit auf einen Sahara-Rundflug. Aber Bendaba, diese beiden Herren wollten dich kennenlernen. Ja, und nachdem wir uns jetzt kennen, wollten wir fragen, ob wir wieder gehen dürfen. Erst müssen wir Fräulein Jasmina befreien. Kannst du nicht einmal den Schnabel halten? Gut gemacht, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Stanley. Kommt, ihr tapferen Legionäre, wir fliehen auf dem fliegenden Teppich von Ababendaba. Gut, die Idee, dann werfen Sie schon mal die Düse an. Da kommt er, hat noch einen fliegenden Teppich. Oh, der holt ganz schön auf. Die sitzen schön auf dem Präsentierteller. Hilfe, Olli, der schießt mit echten Patronen auf uns. Na, mit was soll er denn sonst schießen? Sitz still! Vielleicht können wir uns da drüben verstecken, in dieser Wolke. Ich bewundere Ihren Scharfsinn, Fräulein Jasmina. Die sind wohl abgebogen, was? Ich sehe ihn nicht mehr, Olli. Gut, dann können wir ja weiterfliegen zum Vor. Olli, wartet auf mich! Halt! Hup, hup. Du bist doch einer der Entführer, nicht? Gut, bevor ich die anderen weiterverfolge, wirst du in Scheibchen geschnitten. Oh weh, der Teppich ist aber nicht gut geknüpft. Gemeinheit, ihr trennt mein kostbaren fliegenden Teppich auf. Ohne Teppich fliegt er aber nicht besonders gut. Und vor allem nur in eine Richtung. Schreiben Sie uns eine Ansichtskarte, wenn Sie unten sind. Wir ihn ja, Ababendaba, den Wüstenfuchs. Herzlichen Glückwunsch, Legionär Laurel und Legionär Hardy. Ihr habt nicht nur meine Tochter befreit, sondern auch den gefährlichsten Rebellen gefangen. Sprecht, was wollt ihr als Belohnung haben? Ja, ich hatte mir eigentlich gedacht, Herr Warte, Ober... Warte, Olli, ich habe eine Idee. Na, Olli, was sagst du zu dem Schlamassel, den ich uns jetzt eingebrockt habe? Gegen diesen Schlamassel ist nichts einzuwenden und den bade ich auch gern mit dir aus, Stanley. Musik